Ja, hallo, Freunde der guten Laune beste Zeitung und herzlich willkommen zu Flirtlock, The Siege of Dawn, der Demo-Fassung zu einem Spiel, das auch bald, nämlich nächsten Monat am 18. Juli 2024 veröffentlicht wird. Aktuell liegt der Preis bei ungefähr roundabout mit Rabatt bei Steam mitunter bei 36 Euro. Und worum es hier genau geht, ein explosiver Soul-Lit soll uns hier erwarten, wo Götter und Menschen aneinander prallen. Ich bin gespannt, wie gesagt, ist eine Demo-Fassung bei Steam aktuell auch möglich und ich wollte es einfach mit reinnehmen für all diejenigen, die sich dafür interessieren und ob es uns selber vielleicht irgendwie zusagt, beginnen wir ein neues Spiel. Natürlich mit dem Controller voll funktionsfähig. Entspannt oder normal? Wie machen wir normal? So, da sind wir auch schon. Oh. Oh, was ist denn das? Ach du Scheiße. No, she's not accepting anyone. Just pretend I shoved you, all right? You sent Baz and Harlan to the door to the Great Below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to- Denied! Baz can't fight at his aid. Harlan can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best sapper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Can't have been them. The blast came from too low, wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? Just give the order. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Zapparun, clear the way! No rest till dawn! No rest till dawn! Gut, dann wollen wir mal. Wie funktioniert das jetzt hier alles? Also, rechter Stick hier bewegen. Beziehungsweise linker Stick. Oh, lass mich durch! Die Geheimwaffe kommt! Ah, springen. Mit dem linken Stick gedrückt halten können wir rennen. Nee, nee. Ah, damit können wir schlagen. Oh, was haben wir denn hier? Frontbericht. Ja. Okay. Warte, finden wir gleich hier noch so ein bisschen was? Schusswaffen. Sind wir für Waffen? Okay. Okay. So! Mutti kommt! Oh, fuck! Alles gut. Ich kann nicht ab. So, meine ersten Gegner. So, ihr kleinen Mäuse. War. Sehr unspektakulär gewesen.
Pistolenunterbrechung. Nors Pistole ist gut dafür, gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Okay. Oh. Na, nochmal. Oh. Verdammt. Okay, so können wir uns dann am besten dann bewegen. Oh, Scheiße. Ah, okay, jetzt verstehe ich jetzt. Okay, warte mal. Oh, verdammt. So, jetzt aber. Ha! Okay. Rufen. Der Ruf kündigt den Ansehen und Erfahrungen. Mit Ruf kannst du neue Fertigkeiten erlernen. Okay. So, was wird hier? Verdammt. Verdammt. Ah, ich muss hier langsam auf ein bisschen aufpassen. Haben wir hier gar nichts zum Einsammeln? So. Oder mehr von denen. Okay. Das wäre jetzt irgendwie geil mit ein bisschen... Fach für Attila. Keine Ahnung. Okay. Ah. Okay, ich sterbe gleich. Ich bin tot. Ah, unser Ruf verlieren wir anscheinend dann auch. Da ist er auch. Okay, unseren Ruf haben wir, glaube ich, wieder. Genau, den haben wir wieder. Da kann ich mich nicht... Habe ich hier keine Verteidigungsmöglichkeiten? Nein? Ach, okay. Den kann ich trotzdem gut gebrauchen. Oh, die sind aber alle umgekommen. Okay. Ah,
Haben wir denn eigentlich, also ja, Fertigkeit, also es kommt erst später, okay, Fertigkeit kommt später. Ich fehlt aber so ein bisschen, bestimmt kommt es noch. Blocken und parieren. Ah, jetzt haben wir es endlich. Ah, so. Ja gut, wie kann ich denn parieren? So, okay. Da muss aber echt ein gutes Momentum erwischen. Oh! Wuchtangriff! Ein Wuchtangriff ist ein Griff, der weder geblockt noch pariert werden kann. Angriff, okay. Oh, verdammt! Okay. Wer ist da? Oh. Hallöchen. I'm here to kick your ass for leaving me behind. I can't let you through. You could get killed. You could get killed. Did you even think about that? No, please. This whole mission, it's just ja, ich wollte gerade sagen, lass die doch mal rein, Idiot. Small favors. Nor, go back. You're not ready for this. And Yahara is. Ich geh vor. So! Attacke! Oh, was ist das? Ein Portal? What have you done? Getting us through. Okay. Komm mit! Ist sie noch hinter mir? Ja. Alleine wird's schwer. These bodies, they've been here for years. The dead must have gotten them while they were fleeing the city. They look smashed, toyed with. The dead don't do that. Keep your eyes peeled, will you? All set! Wollen wir nicht ein bisschen weiter weggehen? Oh. Everyone get clear! What the fuck? Wir haben aber auch keine Angst, wa? Okay. Huh? Alright, you mongrel. Come at me. Hä? Was? Wo ist er denn? Ach du Scheiße! Ah! Ah! Alles gut, wo sind die anderen? So, du bist also mein Gegner, ja? Ja, komm her. Oh oh. Alter Fighter! Leco mio! Hier, nimm das! Und das! Und das! Und es bringt nichts, wa? Leute, ah!
Mal so eine ganz doofe Überlegung. Könnt ihr mir helfen? Was macht er denn da? Wow! Alter, dein Ernst? Ich wollte gerade sagen. Don't! Where in the pits am I? You wouldn't know, would you? Follow me. Aww. I'm sorry, what? Hey, wait! I dragged you out of the river. You were unconscious for a while. After the... Was there anyone else with me? You were alone. No matter. You'll have to do. Do? What am I going to do, exactly? Your kind meddled where you shouldn't. Destroyed the barrier that kept the gods contained. What barrier? You mean that shimmering wall? We... So it was you. We couldn't... I didn't know. The damage is done. Now you must mend it. Hey! The god you unleashed is called Uru. It is his army of the dead that has been laying waste to Dawn. The source of all your suffering. And how is it that you know all of this? Because I am a god too. You... tiny talking... fox thing. You're a god. There are... lesser and greater gods. My name is Enki. You probably haven't heard of me. Consider me your chance at redemption. Your kind ravaged my city, my world, killed everyone I've ever loved. Every breath I take from here on will be spent exacting my revenge on the gods. What's to stop me starting with you? Nothing. Death to gods. Alone, you stand no chance against a god. Let me help you. If you're a god, you're one of them. Why would I do anything to help someone I've sworn to kill? If it's vengeance you want, I'll give it to you. As long as Uru is free, your world is in mortal peril. Help me seal him away. Stem the tide of destruction. It's the least you can do. You have a deal. Any hint of trickery and I'll be burying this axe into your skull. I would expect nothing less. Now how do we get out of here? This way.
Okay. Oh Gott. Oh, da ist er ja. My name's Norm. And the axe. So, Folge Enki. I'm a sapper. I fight in trenches, tunnels. Lots of uses for an axe down there. You're a capable warrior then. I'm efficient. Come here. Hand me some of your black powder. What for? You'll see. Good. Now, try keeping up. Keep up how? Fertigkeiten. Ruf so niedrig, aber Fertigkeiten erlernen. Okay, interessant. Haben wir schon erlernt. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig. Ja, aber was? Ach, die haben wir jetzt erlernt oder was? Okay. Pulvermobilität. Du kannst hier Spezialmanöver durchführen, eine Ausweichfertigkeit und Bewegung. Okay, drücke B und dann erneut B. Okay, wie quasi ein Doppelsprung. Oh, nicht schlecht. Warte mal, probieren wir mal aus. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, ach so, weil wir gesprungen sind. Okay, ah. Ah! Geil! Ravager. A title he's rightfully earned. It was in every storybook they read to me. And now he's loose. Oh, schön, dass ich ja die Kante festhalten kann. Oh, Stürze. Ah, um es abzufedern. Okay, weil wir einen Doppelsprung machen können. Okay, es hat nicht ganz geklappt. Cool. Das ist auch gerade jetzt für den Anfang. Oh. Dead. Kanalisierung zu benutzen, musst du erst Enkis Kanalisierungsleiste durch. Ah, okay. Oh, krass. The dead shouldn't be here. Where is this place? How far are we from the trenches? Things have changed while you were unconscious. You should best see them for yourself. Oh, was haben wir denn hier? Ach so! Oh, wir sind tot. Er hat uns zermürbt. So, nochmal. Enkis Hilfe kannst du Gegner schnell besiegen, indem du Zermürbungsleiste füllst und dann einen kritischen Angriff ausführst. Drück Y, um mit Enki anzugreifen. Dieser Angriff verflucht den Gegner und erfüllt sein. Ah, okay. Ah, scheiße, wirft der was? I
easily? I marked them for death. Help speed up the process. Okay. Das ist sehr viel. Oh, gepanzerter Gegner. Kontrollpunkte, okay, haben wir auch bekommen. Gut, damit können wir wahrscheinlich abspeichern. Inventar können wir uns ausgucken. Rasten. Gut, jetzt können wir auch mit Enki hier unsere Fähigkeiten ausbauen. Zum Beispiel zerrissene Seelen. Interessant, interessant. Haben wir überhaupt so viele Punkte? Oh, wir haben hier was. Aufgeladener Schuss. Klingt sehr interessant. This is as good a place to rest as any. Finally, we're out. Oh, es brennt alles. Is that smoke? This is way past the frontier. The Coalition would never. The dead spilled out of the door when he was free. The Coalition didn't stand a chance. I did this. Time to put it right. Den Anführer, oh, verdammt. Also ich glaube, langsam AKP ist mit den Zermürben so ein bisschen. Er hält hier so ein bisschen auf und dann können wir. Okay. Oh, was haben wir hier? Okay. Cool, aufgeladener Schuss. Können wir von weiter weg ausprobieren? Oh, what the fuck, was haben wir gemacht? Oh, fuck! Jo, haben wir. Oh, jetzt hier wieder alles in Ordnung. That should be all of them. We should check the coffee shop, call everyone back. Is the host back at her hearth already? Never left. Said she's been in that coffee shop 200 years, and she ain't running now.
Was ist das? Was zum Teufel? Bless you, girl. The dead came over us like a wave. If it hadn't been for you. Best not celebrate just yet. This whole mess is far from over. I'll let the other hosts know. Keep an eye out for you. In the meantime, here. One good deed deserves another. Oh, eine Heilflasche, sehr schön. Hier können wir anscheinend einkaufen mit Erfahrungspunkten. Ja, gut. Wahrscheinlich jetzt erstmal natürlich sehr begrenzt. Hier geht es erstmal nur um Farbe. Weil wir jetzt hier in der Demo-Fassung sind. Nee, okay. Oh, Bass ist da. Those below, it really is you. Over here. Bass, Bass. Your leg. Blast took most of it. Infection got the rest. I knew you'd made it. I knew it. Did anyone else make it? Did Harlan? He fought to the end. Got that winged bastard good. No. I'm sorry, no. Pity me if I'd lost you. We're wasting time. With the dead loose, we have no chance of reaching Uru. Souls below, it's talking? What is that thing? I saw it fighting with you outside. He's a god. He's gonna help me drag Uru back into the great below. Is that so? Tell me, little god. Can you wipe the dead away with one stroke? Blow away the walls of dawn with a swish from your tail. Aye. If we're going up against an army, we'll need a proper fighting force. Three Peaks is the only place that's still got one. That's a month's ride from here, Baz. 2 weeks. If you cut through Satrap's Wend and travel light. I know a couple of guides that can take us. Lead the way then. Okay, so beginnt quasi die Mission. So, also, wir müssen jetzt gegen die Götter kämpfen, die wir irgendwie auch fast freigelassen haben. Müssen wir da irgendwie versuchen zu verbannen. Und das, indem wir halt einfach jetzt eine Streitmacht zusammenstellen. Natürlich mit den Regionen, die einfach noch eine Streitmacht oder generell Kämpfer und Armeen besitzen. Freunde, das war's gewesen. Das war jetzt so ein bisschen die Demo-Fassung. Das allererste Review, auch so ein bisschen der Eindruck, was euch in Flintlock Siege of Dawn erwarten kann. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne ab den 18. Juli zulegen. Ansonsten könnt ihr bis dato auch die Demo-Version spielen. Ich würde das einfach mal hier einen Break machen, falls euch mehr davon einfällt, beziehungsweise ihr mehr davon sehen wollt, werde ich es ja dann so ein bisschen merken. Ansonsten, ja, wenn jemand natürlich solche Art von Soul Games gerne mag, wie so ein bisschen Hack-and-Slay-artig, der wird wahrscheinlich hier so ein bisschen auf seine Kosten kommen. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.